Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's weiter bei Dying Light 2. Und zwar hier haben wir ja das letzte Mal im letzten Video gestoppt. Das tue ich euch mal rechts oben verlinken. Da waren wir ja mit Hakan im Krankenhaus, wo wir noch geflüchtet sind. Jetzt muss ich hier gerade mal aufpassen, dass hier mich kein Infizierter niederschlägt. Du wunderst dich sicher, wo die ganzen Waffen hin sind, oder? Genau. Und dann haben wir hier Stopp gemacht. Und da geht's heute weiter. Wir müssen da jetzt, also ich bin jetzt auf dem Weg zu der Kirche. Jetzt gucke ich gerade mal, sind hier Infizierte eigentlich? Normalerweise untertags ja auch. Und höre tue ich auch was, aber jetzt gerade so ultra viel sehe tue ich nicht. Aber ich bin froh, wenn die nicht da sind. Also von dem her bin ich echt nicht traurig. Machen wir jetzt hier weiter darüber. Da vorne ist nämlich die Kirche. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Also wir sind schon mal auf dem richtigen Weg. Und ich bleibe halt auch immer auf den Dächer und kletter. Gerade weg deiner Infizierter. Weil ich meine, Kämpfe ist schon cool, aber die ganze Zeit auch nicht. Und es geht ja auch an die Waffe, die haben ja auch eine Verbrauchsanzeige. Also sind irgendwann mal. Ich glaube, eine Biene hat mich gestochen. Verflucht! Okay, setz dich. Ich will nicht, dass du mir hier umkippst. Sie muss gesehen haben, wie gut du aussiehst. Und ja, hat dann wir gehen jetzt hier weiter. Das war jetzt uninteressant. Weil hier sind wir schon an der jetzt wollte ich gerade sagen, Kurve. Hier sind wir an der Kirche. Kommen wir da jetzt ohne so einfach was rein? Oder wie sieht das aus? Ja, können wir öffnen. Sehr gut. Servus. Hier mal rein. So. Jetzt mal gucken, was hinter der Tür sich verbirgt. Pass auf, wo du hinlatscht. Was für ein Tag. Das kriege ich auf gar keinen Fall hin. 5 Jahre gelernt und alles umsonst. Leicht verdientes Geld. Ich muss es diesmal einfach hinbekommen. Alberto muss sehen, dass ich gut genug bin. Wo brennst denn? Hey, bist du nicht der Pilger, den sie aufhängen wollten? Mann, hattest du ein Glück. Von dem Glück könnte ich was gebrauchen. Ich bin Albertos Lehrling. Aber vielleicht nicht mehr lange. Ich versuche diese Prüfung jetzt zum 3. Mal. Wenn ich wieder durchfalle, wirft Meisterhandwerker Alberto mich raus. Worum geht's bei dieser Prüfung? Ich muss etwas Nützliches für die Bürger konstruieren. Ich habe bereits eine Unterwasserlesebrille für Alberto erfunden. Dann eine einziehbare Hundeleine. Aber die hat immer blockiert. Und außerdem haben wir hier keine Hunde. All meine Ideen sind wertlos. Das ist jetzt meine letzte Chance zu beweisen, dass ich nicht wertlos bin. Ich bin also die letzten Wochen über den Basar gelaufen und habe nachgedacht. Schwer nachgedacht. Und dann hatte ich eine Idee. Unsere Ziegen. Sie werden in Käfigen gehalten, weil sie Feldfrüchte fressen. Aber das Leben in Käfigen macht sie traurig. Und sie geben weniger Milch. Also hatte ich die Idee eines Zauns, durch den ein klein wenig Strom fließt. Das würde die Ziegen unter Kontrolle halten, aber sie würden mehr Milch geben. Ich habe diese Erfindung Elektrozaun genannt. Also, wo ist das Problem mit deiner komischen Erfindung? Mir fehlen ein paar Teile. Und an die kommt man nicht so einfach ran. Ich mache mir Sorgen, dass ich nicht rechtzeitig fertig werde. Vielleicht kannst du mir helfen. Wenn du sie für mich finden kannst, gebe ich dir eine meiner super coolen Erfindungen. Das hat aber hoffentlich nichts mit Ziegen zu tun. Nein, etwas viel Interessanteres. Du wirst schon sehen. Ich brauche nur ein paar elektrische Bauteile, die zerlege ich, um an Widerstände und andere nützliche Dinge zu kommen. Soweit ich weiß, findet man sie an 2 Orten. Einer ist in einer alten Eisenwarenhandlung am Fitzwilliam Place in der Nähe des Wasserturms.
Alberto sagt, da findet man sie sicher. Es ist aber ein dunkler Ort, voller verwandelter Kreaturen. Du musst nachts hin. Und die andere Option? Das, was von den Militärpatrouillen übrig geblieben ist. Ich kenne einen Ort südlich von Horseshoe, in der Nähe des alten Umspannwerks. Gegend streifen Banditen umher. Möglicherweise ist also nichts mehr übrig. In diesem Fall müsstest du nach anderen Überbleibseln von Patrouillen suchen. Oder einen nächtlichen Ausflug zum Laden unternehmen. Na, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber ich kann nichts versprechen. Ich wäre dir sehr dankbar. Okay, dann gehen wir jetzt hier hoch, weil hier wurde angezeigt, ist ein Bett anscheinend. Ah ja, da ist ein Bett, da muss ich nämlich schlafen, weil den Auftrag kann ich ja nur im Dunkeln machen. So, jetzt ist nämlich abends, nachts. Und jetzt kann ich das Ganze angehen. So, ich würde erst sagen, ich mache... das da, oder? Mach ich das, weil ich am nächsten dran. Ich dachte, ich könnte ihn trauen. Deswegen wird sich das sofort anbieten. Aber ich bin mal gespannt, ob ich das überlebe. So, jetzt muss ich nämlich hier nämlich schon aufpassen. Das sind, oh, haben wir schon der erste Infizierte. Laufen nämlich jetzt echt viele rum. Deswegen klettern wir gleich hier hoch. So. Okay, gehe ich wieder runter, gehe da drüber hoch. Ah, Leute, weg, weg, weg. Das ist nämlich, glaube ich, besser, zum Ziel hinzukommen. Ich muss nämlich da rechts, also jetzt geradeaus. Gehe ich da oben rum. Ich denke die ganze Zeit, wenn die so ungesund schreien, dass sie mir hinterherkommen. Aber bis jetzt sieht noch alles gut aus. Komm wieder rüber. Ja. Das fehlt mir immer noch ein bisschen das Gefühl, wie weit ich springen kann und wie weit nicht. Das reicht auch easy. Außer wenn das Bett nicht da oder halt das Ding nicht da gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich nicht gereicht. So. Und jetzt gehen wir da geradeaus rüber. Ich hoffe, dass ich auch richtig laufe, aber nach Meteranzeige her wird es immer weniger. Also müsste es normalerweise passen. Jetzt gehe ich da hoch. In dem Fall. Zack. Oha, jetzt komm. Du. Zack, du bist tot. Flüchter gefangen. Naja. Also wenn es so ein einzelner ist, den kann ich immer kurz kaputt machen. Oder wenn es auch zwei sind. Aber bloß nicht, dass man so eine sogenannte Jagd herruft, sage ich jetzt mal, dass jetzt 10.000 Dinger auf dich losgehen. Das ist dann wieder nicht so ganz cool. Aber ich würde sagen, das habe ich gut geregelt. Jetzt muss ich da weiter. Zack. So, dele. Aha, das sind auf jeden Fall. Und da unten ist nämlich auch mein Ziel. Das ist nämlich das Problem. Das sind nochmal zwei. So, ich lasse die Leute in Ruhe. Zack. Das sei nämlich gleich kaputt. Zack, du bist jetzt auch tot. Ah, nur ein Schlag. Zack. So, sind die zwei auch tot. Jetzt muss ich kurz suchen. Ah, ich kann von den normalen Leuten, wo da liegen, auch schon was suchen. Das ist aber nicht schlecht. Jetzt muss ich gucken, wie ich das mache. Nämlich hier ist ein Heuchler. Und dann habe ich nochmal irgendwo einen Heuchler gesehen. Von denen soll ich ja Abstand halten. Wenn ich jetzt hier reingehe und schnell gucke, so, du siehst mich nicht. Und jetzt versuche ich da rüber und gleich reinzugehen. Weil ich glaube, dann könnte er zu mir nicht hinterherkommen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Zack. Niemand mich, glaube ich, erkannt. Ich gehe da unter durch. So. Oh, da sind ja noch mehr. So, jetzt ist bloß die Frage. Ah, der steht da, der kommt eh dann rein. Wunderbar. Bloß die Frage, wo ich hier entlang komme. Weil wenn ich schleiche, dann dürften die ja nicht aufwachen. Bloß ich kann ja jetzt hier nicht einfach bei dem nebendran vorbeigehen, oder?
Aber hier ist auch einer. Ja, ja, bleib. Schlaf weiter, schlaf weiter. Ah, der ist, glaube ich, schon wieder aufgeweckt, oder? Ah, nee. Bewegt sich zwar, aber der ist, glaube ich, noch am Schlafen. Das Ding ist auch draus, okay. So, ich muss darüber. Ich probiere es jetzt. Einfach. Ah, der wird gar nicht. Ah, der links hier, wo hier liegt, ist tot. Weil der wird gar nicht angezeigt. Das ist schon mal gut. So. Ich weiß nicht, ob die mit der Taschenlampe aufgeweckt werden, wegen dem Licht. Weil die meisten sind ja, also in verschiedenen Spielen sind die ja lichtempfindlich. Der bewegt sich da, Hanne. Ist der wach? Ne, ich glaube, der schläft, bewegt sich bloß. Nehme ich das mit, wenn ich eh schon da bin. Ah, jetzt bin ich genau. Nee, wach nicht auf. Jetzt bin ich genau auf der anderen Seite. Das ist jetzt kacke. Meinst du, ich kann nicht darüber? Jetzt gehe ich einfach darüber. Weil so nehmen kann ich das nicht. Ich muss darüber. Und jetzt werden die wach. Jetzt wird der wach. Kacke, kacke, kacke. Kann ich den nicht töten? Ah, ich stehe alle auf. Ja, jetzt haben mich alle gehört. Okay, dann muss ich jetzt doch kämpfen in dem Fall. Okay, geöffnet habe ich schon, zack. Dann lass du mich auch in Ruhe. Zack. Du musst das Ding mitnehmen. Oh, jetzt bleib doch liegen. Das Ding mitnehmen, komm. Teile für Carlos und seinen bahnbrechenden Zaun. Ich hoffe, er wartet noch am Bazar. Du bist auch tot. So, jetzt muss ich oben weg meiner Zeit gucken. Ich muss jetzt unbedingt in Licht. Ich muss jetzt unbedingt ins Licht. Das nehme ich noch mit. Das nehme ich auch noch mit. Aber so wie ich gerade gesehen habe, muss ich zum Bazar zurück. Also das heißt, auf das andere Ziel, wo er mir angezeigt hat, muss ich nicht auch noch. Jetzt gehe ich da ganz schnell hoch. Ah, jetzt bin ich daneben. Kacke, kacke, kacke. Ah, lasst mich in Ruhe. So. Da wieder hoch. Im Prinzip so wieder weg, wie ich gekommen bin. Hier aufs Dach wieder. Da hoch. So, und da habe ich eine UV-Lampe. Da muss ich jetzt noch ganz schnell hin. Ich hoffe, das reicht noch mit den 20 Sekunden. Kann ich da rüber springen? Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Hatte ich wenig Zeit. Ich probiere es. Ah, na, nicht ganz. Ich schaffe das nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Auf geht's, auf geht's. Nee, keine Chance. 3 Sekunden. Keine Chance. Verbind mich noch. Das bringt nichts. Dann hoch. Da hoch, da hoch, da hoch. Da hoch. Geh doch du weg. Geh weg. Die Jagd ist vorbei und ich bin tot. Wunderbar. Jetzt bin ich gespawnt wieder. Aber bei Tageslicht. Aber das Ziel ist immer noch, dass ich wieder zurück muss. Das heißt, ich habe keinen Verlust. Ich habe die Mission eigentlich geschafft. Bloß wurde ich halt getötet. Ja, nicht so ganz toll, aber ja, besser als nichts. Wir sind jetzt hier wieder an der Kirche. So schnell geht es. Das war jetzt, glaube ich, der direkte Weg. Jetzt gehe ich hier drüber. Kann hier einfach rein. Wunderbar. So, kann hier rein. So, jetzt muss ich kurz gucken, wo komme ich hier rein. Ah, von hinten. Okay. Und jetzt habe ich hier vorne meinen Kollegen. 5 Jahre gelernt. Hier. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Eine Sache noch. Kannst du mir dabei helfen, meine Ausstellung aufzubauen? Meine Installation ist direkt vor dem Haupteingang. Schalte sie bitte ein. Ich gehe und hole Alberto. Warte nur, bis er es sieht. Treffen wir uns dann am Ziegenpferch in der Nähe der Mauer. Okay, jetzt muss ich nach draußen und das Gerät anmachen, soweit ich das verstanden habe. Schalten Sie Gerät ein, jawohl. Dann gehen wir hier raus. Hier raus. Ah, da ist er da schon. Zack. Einschalten.
Okay, das war irgendwie ziegemäßig, würde ich jetzt mal sagen. Wo muss ich da jetzt genau hin? Ah, doch, da vorne. Also ich bin doch richtig hier draußen. So, und dann reden wir mal mit ihm. Alles in Ordnung? Nein, sie wurde gegrillt. Die Ziege wurde gegrillt. Ich bin so ein Idiot. Was ist passiert? Ich muss die Spannung zu hoch berechnet haben. Siehst du? Ein Nichtsnutz. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, wie ich so einen Fehler machen konnte. Ich hab dir gesagt, es ist Zeitverschwendung. Warum? Das glaube ich nicht. Das ist sehr, sehr... Es hat großes, riesiges... Du meinst, es hat Potenzial? Potenzial, ja. Es könnte eine effektive Waffe sein. Eine Waffe? Es ist ein bewährtes Konzept. Wenn du es einfach auf eine Waffe anwendest, dann könnte es deine Chancen gegen verwandelte Kreaturen erhöhen. Die tapfere Ziege hat ihr Leben für die Wissenschaft geopfert. Das heißt, Abendessen für alle. Und für dich. Ich nehme dich als... und ernenne dich zum... Meisterhandwerker? Wirklich? Oh mein Gott. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sprechen später. Komm, Vincenzo. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Hier, nimm das. Wenn es nicht stark genug ist, komm einfach in meiner Meisterhandwerkerwerkstatt vorbei. Sicher, danke. Nur pass da draußen auf dich auf, ja? Keine Sorge, Kumpel. So, wunderbar. Ich meine, gut, die Ziege ist jetzt tot, die ist nicht so ganz toll. Aber die Mission ist geschafft. Und dafür würde ich es heute belassen. Wünsche dir ein schönes Wochenende. Und am Montag geht es weiter mit Dying Light 2.